Hallo und herzlich willkommen zu Shooter Island. Ja, liebe Freunde, das ist ein weiteres Let's-Test von mir und zwar mit dem Titel Shooter Island. Viele Leute kennen auch den Film und dieses Spiel soll wohl gleich geknüpft sein wie das Film Shooter Island. Ich teste es heute für euch an und werden mal gucken, was da so ist. Ich kann euch schon mal gleich vorweg sagen, es wird ein Wimmelbildspiel sein, wo es, wie ich schon erwähnt habe, basiert auf dem Film, mit einer gespenstischen Atmosphäre und ja, wir müssen im Prinzip das Geheimnis der Insel da lüften. Ja, vorweg sage ich euch nochmal, das Spiel könnt ihr euch kauflich erwerben bei Big Fish und kostet momentan 2,99 €. Ist gerade im Aktionspreis mit so einem Code. Nur heute noch erhältlich. Und ja, also ich versuche das Let's Test heute noch hochzuladen, dass ihr das vielleicht eventuell heute noch sehen könnt. Ansonsten wird es euch dann, wenn ihr das Spiel holen wollt, 9,99 € kosten. Ja, ich will auch gar nicht lange drum rumquatschen und wir werden mal hier auf Spielen gehen. Wir müssen jetzt hier einen Namen eingeben. So, mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Meine Tastatur liegt ein bisschen schräg. So. Natürlich. So. Und dann gehen wir hier auf OK. Sommer 1954, Ashcliff, Hospital für kriminelle Geistesgestörte auf der Industrie. Chuck Aule. Hey Boss, ich weiß nicht viel über Hurrikans, aber ich habe so ein Gefühl, dass dieser erst noch richtig losgeht. Ich muss noch mal in die Menü rein, um die Umgebungslautstärke ein bisschen zu drosseln. Sonst pfeift uns das hier so um die Ohren. Fortsetzen. So. Also das ist unser guter Chuck Aule. Wir müssen ins Trockene. Natürlich, wir müssen ins Trockene. Es geht auch hier schon mal gleich los. Also das haben sie hier auch schon geil gemacht. Suche den Hammer in der Szene. Also wir müssen jetzt hier einen Hammer suchen. Geht auch gleich schon mal los hier. Also hier unten wird uns der Hammer dargestellt. Und ich sehe ihn hier gerade. Wir haben ihn. Links haben wir hier unser Werkzeug, was wir hier so benutzen können. Links habt ihr ja schon gesehen, haben wir ja unser Menü und hier ist das Tagebuch. Sommer 1954, US Marshal Teddy Daniels ist nach Shooter Island gekommen, wo sich das Ashcliff Hospital für kriminelle Geistesgestörte befindet. Zusammen mit seinem Partner Chuck Aule ist er auf der Suche nach der entflohenen Patientin einer Mörderin namens Rachel Solando. Als ein Hurrikan die Insel heimsucht. Ein Hurrikan. Entschuldigung, ich habe das falsch ausgesprochen. Wenn man das immer so Hurrikan liest. Okay. Dann können wir hier auf zurückgehen. Ja, rechts haben wir jetzt hier unseren Kompass. Hier ist eine Taschenlampe. Die Taschenlampe wird dargestellt als unser Tipp-Symbol. Falls wir im Spiel mal nicht weiterkommen und nicht wissen, wie es hier vorangeht. So, hier wird uns jetzt gesagt, du musst Schutz vor dem Sturm suchen, benutze den Vorschlaghammer, um die Tür des Mausoleums einzubrechen. So, wir müssen jetzt hier den Hammer nehmen und hauen damit volle Wucht drauf. Bam! So, und damit haben wir auch schon die Tür eingeschlagen und können jetzt hier reingehen. Wieder unser Chuck Aule. Ich kann hier verdammt nochmal nichts sehen. Ja, Chuck Aule. Ich auch nicht. Ich habe draußen eine Laterne gesehen. Kannst du sie holen, während ich uns etwas suche, mit dem wir uns abtrocknen können? Chuck Aule. Natürlich.
So, jetzt müssen wir hier wieder rausgehen und uns hier die Lampe suchen. Da haben wir es auch schon. Jetzt gehen wir wieder rein und benutzen hier mal irgendwie die Lampe. Ja, da vielleicht? So. Hallo? Hallo? Achso, wir haben hier Streichhölzer. Ah. So. Damit haben wir auch Licht in die Bude gebracht. Schackaule, du... Ich muss schon sagen, Teddy, ich fange an zu glauben, dass es nicht das Schlauste war, einen Friedhof mit in einem Hurricane abzusuchen. Was meinst du? Das ist unser Teddy. Ich glaube, wir sollten nach einem Weg suchen, diese Tür geschlossen zu halten. So, wir müssen jetzt hier was suchen. Wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Ist das hier was? Nee. Das hier ist auch nix. Also das ganze Spiel soll wohl so auch ein bisschen leicht und düster gehalten sein. Also die Gegenstände irgendwie nicht schnell zu finden sein. Bin mal gespannt. Wir brauchen jetzt hier Metallstange und einen Faden. Wo kriege ich jetzt hier eine Metallstange? Ich sehe hier gerade gar nichts. Bestimmt draußen. Ah ne, draußen nicht. Hier ist so eine Stange. Kann ich das hier nicht anklicken? Oh, wir kriegen hier gerade Kopfschmerzen. Sehe ich hier gerade. Okay. Auch nicht irgendwie so an Zeiger. Wir können ja mal hier unseren Tipp fragen. Ach, da wird unsere Stange angezeigt. Und die können wir hier benutzen. So. Und haben wir jetzt noch? Wir müssen jetzt noch hier so einen Faden finden. Faden. So, echt duster hier gerade. Ach, da haben wir den Faden schon. Okay. So, und dann werden wir hier auch noch den Faden benutzen und werden die Tür zuschließen. Teddy, jetzt warten wir erstmal diesen Sturm ab. Besser so, Boss. Nun, während wir warten, warum erinnerst du mich nicht daran, warum sich zum Teufel zwei Bundesbeamte, Bundesmarschall, entschließen sich in einem Mausoleum auf einer Insel voller Verrückter einzuschließen. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, hier werden hier gerade verschiedene Szenen durchblendet. Shooter Island. Yeah. Okay, 6 Stunden zuvor. Chuck Aule. Nun gut, Teddy, diesmal der Mann, die Legende. Die Legende? Was raucht ihr Jungs da draußen im Büro von Portland? Settle, ich komme aus Settle, ich heiße Aule, Chuck Aule. Alles okay? Du siehst blass aus, Teddy. Es geht mir gut, ich muss erstmal meine Seebeine wiederfinden und das Frühstück von heute Morgen. Während du deine Eigenweide entleerst hast, sind wir in raue See angekommen. Ein paar Vorräte des Boots haben sich über das Deck verteilt. Ich werde sie holen. Vielleicht lenkst mich das von meinem Magen ab. Okay, wir müssen jetzt hier eigene Gegenstände wieder suchen, wie es da so üblich ist in einem Wimmelbild. Dies aber diesmal nicht über ein kleines Fensterchen verteilt ist, sondern über ein großes Areal hier. Und das ist dann schon ein bisschen schwerer irgendwie, was zu finden. Wir haben jetzt hier Kühlpack, müssen wir suchen, Tabletten, Fläschchen, was haben wir hier noch? Klebeband, Skalpell, Latexhandschuhe, und Verbände. So, Latexhandschuhe, glaube ich, habe ich hier schon gesehen. Verbände. Die Verbände. Und Tablettenfläschchen.
Was ist das hier? Das ist nix. Verbänder hier oben. Alter, ich spiele das hier gerade am Tage und das ist hier echt so auf dem Bildschirm blöd zu sehen. Was haben wir hier noch? Da ist unser Eis. Unser Eis-Baby. Eis-Baby. So, wir müssen jetzt noch suchen. Tablettenfläschchen und unseren Klebeband und Skalpell. Ja, wo finden wir ein Skalpell? Ist das hier ein Skalpell? Was? Das sah mir aus wie ein Messer. Aber okay. Fläschchen. Ist, glaube ich, das da. Das sah aber so klein versteckt aus. Und wir brauchen Klebeband. Wo haben wir? Ah, da ist das Klebeband. Zack. Und wir haben die Sachen zusammen. Jetzt wieder Schackaule. Klasse Arbeit. Vielleicht kannst du später meine Schüssel suchen. Nur Spaß. Mann, lass uns dieses ganze Zeug wieder in die Kiste räumen. So, jetzt müssen wir hier das ganze Zeug hier in die Kiste tun. Aha. So. Was ein Blödsinn. Aber okay. Müssen wir hier auch noch in dem Spiel arbeiten. Aber nicht schlecht. Ist mal eine andere Art von Bimmelbild. So ein bisschen mit Arbeit hier verbunden. Hey, ich glaube, ich habe meine Kanone hier irgendwo gesehen. Ich hätte sie ja für dich aufgehoben. Aber ich habe mir geschworen, nie wieder die Kanone eines anderen anzufassen. Chuck Aule. Das hört sich an, als steckt da eine Geschichte hinter. Teddy. Ja, ich habe die Kanone auch schon gesehen, hier hinten. Und Abzeichen. Wir müssen jetzt ein Abzeichen. Und Patrone ist hier natürlich. Da ist die Patrone. Inspecto Patronum. Da ist noch eine Patrone. Was, wir müssen 4 Patronen finden. Hallo? Hier ist ja noch ein, die dritte. Hier ist die vierte. Noch 2. Da ist eine. Wo ist die letzte? Ach, wir haben alle. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Abzeichen. Wir klicken mal hier rauf. Da, das hätte ich jetzt nie gesehen. Ach, das war die letzte Patrone. Ich trottel. Ich muss mal kurz hier oben gucken. Nee, also da ist keine. Kein Abzeichen. Verdammt. Wo haben wir das Abzeichen? Wo versteckst du dich, Abzeichen? Die Abzeichen. Da. Ich finde dich nicht. Abzeichen. Ja, es ist ein bisschen düster hier alles gehalten. Und am Tage zu spielen, wenn die Sonne hier scheint, momentan. So, das ist unser Werkzeugkasten. Ich glaube, wenn man zu viel klicken tut, bekommt man hier oder bekommt der Charakter, den wir spielen, irgendwie auch Kopfschmerzen irgendwie. Kopfschmerzen, ich muss aufhören, mich. Was? Ich muss aufhören, mich so nachlässig umzusehen. Okay. Also, wenn man zu viel klicken tut, wahllos drumrum, kriegen wir also auch Kopfschmerzen. Das ist auch mal ganz nett gemacht. Das hat man so in anderen Wimmelbildspielen nicht. Finde ich eine klasse Sache, aber nichtsdestotrotz werde ich mal hier auf unsere Lampe klicken. Ja, die hätte ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht habt ihr jetzt sie ja eher gesehen als ich. Ach, nichts. Also, Teddy. Verheiratet? Alles klar? Ich war einmal verheiratet. Sie ist gestorben. Dolores, sie ist vor ein paar Jahren bei einem Feuer gestorben. Rauchvergiftung. Also hat sie nicht gelitten, aber trotzdem. Es war Brandstiftung. Ein Verrückter namens Andrew Ladies. Das tut mir leid.
Sieh mal, du warst doch auch im Krieg. Du weißt, was es bedeutet, etwas mit sich herumzuschleppen. Man begräbt den Scheiß einfach und sieht nach vorne. Ja. Oh, was haben wir hier? Wir haben hier einen Wächter. Willkommen im Ashcliff Hotel. Ich muss Sie um Ihre Ausweis bitten. Okay, heißt nicht Hotel, sondern Hospital. Was für ein Ausweis? Hier. Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal ein Abzeichen von einem US-Marshal gesehen habe. Jetzt haben Sie gleich zwei gesehen. Das ist sicher ein großer Tag für Sie. Ich muss Sie beide bitten, Ihre Waffen abzugeben. Das auch noch. Jetzt will er auch noch unsere Pistole. Da hast du. Schön, aber wir möchten, dass Sie unsere Protest in den Akten vermerken. Wird notiert. Lassen Sie sich bitte von meinen Leuten zu Dr. Crowleys Büro begleiten. Dr. Crowley. Die Marshall Daniels in Aule. Ich bin froh, dass Sie so schnell gekommen konnten. Ich bin Dr. Crowleys. Was wissen Sie bis jetzt? Uns wurde erzählt, dass ein weiblicher Gefangene vermisst wird. Ein Miss Rachel Solando. Wir bevorzugen den Ausdruck Patient Marshall. Patientin, entschuldige, im Bericht steht, dass sie in den letzten 24 Stunden geflohen sein soll. Gehen wir in mein Büro. Okay, er will also jetzt mit uns in sein Büro gehen. Viele Leute haben jetzt bestimmt den Charakter erkannt. Ist ein berühmter Schauspieler. Ja. So, wie Dr. Crowleys Büro. So, wir werden jetzt da mal hingehen. Schauen wir mal. Bachles Akte. Es gab hier vor kurzem einen Zwischenfall. Daher der Mangel an Ordnung in meinem Büro. Passiert so etwas oft, das Doc? Nicht in letzter Zeit. Jedenfalls wurde ein paar Akten zerrissen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu helfen, die Teile zu suchen und zusammenzusetzen, bevor wir uns Rachels Zimmer ansehen? So, wir müssen jetzt hier wieder Zeugs zusammensammeln. Und zwar Aktenordner, 5 Stück. Meine Fresse. Und was haben wir noch? Foto von Rachel Solando. Rachel. So, wir schauen uns hier mal auf den Kopfschmerzen. Ihr müsst aufhören. Bla bla bla. Okay. Akten. Da haben wir eine Akte gefunden. Das ist das hier bestimmt die nächste. Okay, da ist noch eine. Und das müsste auch noch eine sein. So, die Akten haben wir zusammen. Jetzt müssen wir noch Rachel Solando finden. Ja. Sieht auch so gräulich aus. Kann ja nur das denn sein? Ne, das haben wir jetzt komplett. Wir müssen noch was anderes suchen. Das hier? Ne. Das auch nicht. Das hatten wir schon. Verdammt! Das hier? Guck mal, hier fließt schon der Staub um die Lampe herum. Oder Fliegen oder was das sein soll. Haben sie richtig geil gemacht. Muss ich ja mal so sagen. Hier lauter Preise. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns immer noch eine komische Akte so... Oh, ich habe Kopfschmerzen wieder. Ich darf nicht so nachlässig sein. Okay. Was ist das denn da? Nix.
Haben wir hier was in unserem Dings? Nee, haben wir nicht. Verdammt. Ich frag mal unseren Tipp. Hä? Hallo? Da hab ich doch die ganze Zeit drauf gedrückt. Rachel Solandro. Behandlungsgrund. Mehrfacher Mord. Wahnvorstellung. Crowley's Notiz. Mrs. Solandro ist ein Kriegswitwe. Ihr Mann wurde im Ausland getötet. Als sie die Nachricht enthielt, ertränken sie ihre drei Kinder in einem See in der Nähe ihres Hauses. Danach platzierte sie am Esstisch und sprach mit ihnen, als ob sie immer noch am Leben wären. Eine Nachbarin kam vorbei und fand sie so vor. Okay. Geht es noch weiter? Als Mrs. Solandro die Nachbarin zum Mittagessen einlud, lehnte diese jedoch ab und rief die Polizei. Es war ein schwieriger Fall, dass das Gesicht von Mrs. Solandro dazu einsetzt war, dass es verhemmend die Todesstrafe forderte. Aha. Ich wusste, dass es ein besonderer Fall war und bestand auf einen Einweisung in diese Einrichtung. Mentale Erkrankungen sind nicht terminal. Jeder Patient kann unter den richtigen Bedingungen geheilt werden. Okay, der eine mehr, der andere weniger, würde ich mal so sagen. Es kommt immer auch darauf an, ob der Patient sich heilen lassen will oder ob er auch den Willen dazu hat. So, wir haben jetzt hier ein Wimmelbildspiel. Und so wie es aussucht, habe ich Kopfschmerzen. Wir müssen jetzt Schmetterlinge, Taschentuch, Zigarette, Handfächer, Pinzette, Schuhe, Medaille und aufgerolltes Band suchen. So, Schmetterling. Schmetterling ist hier oben. Taschentuch ist hier. Zigarette haben wir da. Handfächer. Ein Handfächer. Pinzette. Sieht das mir das nach einer Pinzette aus? Ja. Schuh. Müsste das sein. Medaille. Ist das? Aufgerolltes Band. Wo haben wir jetzt hier ein aufgerolltes Band? Ein aufgerolltes Band, Leute. Sucht mal. Schnell! Ich hab Kopfschmerzen. Handfächer? Wo ist denn jetzt hier ein Handfächer? Ein Handfächer oder ein aufgerolltes Band? Wir fragen mal hier unseren Tipp. Hä? Ach da. Ein aufgerolltes Band war das gerade. Okay. Den hätte ich jetzt nicht da unten gesehen. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt brauchen wir noch ein Handfächer. So. Da haben wir ihn auch schon. Ha! Ich musste ihm gerade genauer hingucken. Dr. Crowley. Sind Sie in Ordnung? Es scheint Ihnen nicht gut zu gehen. Vielleicht leiden Sie unter Migräne, Marshall. Sehen Sie Punkte? Halluzinieren Sie? Entschuldigung, es geht schon. Unsinn. Wir sollten in der Lage sein, Tabletten und Wasser für Sie aufzutreiben. So, wir müssen jetzt hier Tabletten und Wasser suchen. Hier ist natürlich das Wasserchen. Hier haben wir Tablette. Da ist noch eine weitere Tablette. Und ich weiß gar nicht, reicht das schon? Hier ist noch eine. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze hier hin tun. So, was ist das hier? Glaswasser. Hier? Nee. Verdammt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre das Glas. Okay. Müssen wir also wohl noch ein Glas finden? Oder wie sieht das hier aus? Ah, okay. Das hätte ich jetzt da... Ne?
So. Besser. Ja, danke. Wenn Sie uns nun bitten, zu Miss Salandos Zelle bringen würden. Natürlich. So, jetzt kommen wir zu der Zelle von Miss Salando. Rachel glaubt, sie lebt immer noch zu Hause in den Bergshires und dass ihre Kinder immer noch am Leben sind. Okay. Verwöhnt. Sie scherzen. Ah, jetzt gelangen wir zur wirklichen schrecklichen Problematik von Schizophrenie. Wenn man als einziger im Besitz der Wahrheit ist, muss jeder andere lügen. Schizophrenie übertragen Zahlen und Symbole in Gottes, um damit ihren Wahn zu unterstützen. Okay. Sehr perplex, wer die Filme ja kennt. Wir müssen jetzt hier Zahlen suchen. Habt ihr schon Zahlen gesehen? Okay, ich habe hier 1,58 an der Tür gefunden. Hier ist noch was graus oder Licht gerade. Eine 3 und eine 15 müssen wir doch finden. Verdammt. Das ist aber wirklich nicht so schön. Wo könnten jetzt noch die Zahlen sein? Hä? Ich sehe ehrlich gesagt nichts mehr, wo noch Zahlen sind. Ach, da ist eine 3. Da ist nichts. Und jetzt brauchen wir noch die 15. Die 15. Die 15. Ich möchte nicht schon wieder auf die Lampe klicken. Aber wenn das mir zu lange dauert, will ich euch auch nicht langweilen oder so. Wie? Ach, da! Und der Brett. Und das hab ich. Das. Hallo? Wer soll das sehen? Ehrlich. So, damit leuchtet die Hospitalflur leuchtet jetzt grün auf und wir können jetzt da auch reingehen. Ich muss auf die Uhr gucken, dass ich hier nicht überziehe mit dem letzten Test. So. Wir gehen mal hier rein. Oh, ein Wimmelbildspiel. Wie schön. Wir freuen uns. Wir müssen einen Briefklammer viermal suchen, einen Kamm, einen Zigarettenschachtel, Schlüssel, Haarbürste, Aktenordner, aufgerollter Draht und Starkstromschild. Das Starkstromschild, das glaube ich, ist das hier. Die Bürste soll das da sein. Schlüssel ist bestimmt das hier. Aktenordner könnte das sein. Da ist unser Starkstromschild. Ne, das hatten wir schon. Das ist bestimmt hier Zigarettenschachtel. Briefklammer dreimal. Hier habe ich eine schon gesehen. Da ist die zweite. Wo ist die dritte? Oder haben wir die jetzt alle zusammen? Kamm? Wieso Kamm? Ich habe doch hier eine Büste eingesammelt. Oder was? Oder wie? So, da haben wir unsere Briefklammer. So, aufgerollter Draht. Ein aufgerollter Draht, ist das hinten? Nee, ist es nicht. Ein aufgerollter Draht. Wo könnte das bitteschön sein? Das ist bestimmt hier, das auf dem Tisch war. Nee, auch nicht. Okay. Und ein Kamm. Ein Kamm. Kamm. Hallo, das ist doch bestimmt ein Kamm. Oder auch nicht. Kopfschmerzen, ich muss aufhören, mich so nachlässig umherzuklicken. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Du Kopfschmerzen, Heini. So, wo haben wir jetzt hier noch? Das ist nicht. Das auch nicht. Verdammt!
Freunde, ich finde den Kamm nicht. Oder das? Nee, das kann ja auch kein Kamm sein. Handschellen, Brille. Hier ist noch eine Brille. Ich frage mal den Tipp. Alter, das sah mir aus wie so ein Loch im Boden. Und das war ein Kamm. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen aufgerollten Draht. Ob das jetzt wieder liegen soll? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Da ist die Uhr. Draht, aufgerollter Draht. Wie könnte das jetzt aussehen, das aufgerollte Draht? Ich weiß es nicht. Okay. So sieht's nicht aus. Ich muss mal ein bisschen dichter ran hier. Aufgerollter Draht. Das kann es auch nicht sein. Man muss auch mal hier in Ecken gucken, aber... Kann es das hier nicht sein? Ja, manche Dinge sind hier echt wirklich verzwickt irgendwie. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nur von Sagen hören. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Auch noch nicht getestet. Ach, ja. Hier, Amruhe. Hallo Peng. Jetzt müssen wir Zahlen suchen. Die 1 hatte ich hier schon erblicket. Die 10 habe ich hier auch schon erblicket. Und die 6 könnte das hier bestimmt sein, wa? Ja. Noch eine 6 suchen. Okay. So. Und damit haben wir jetzt einen weiteren Türchen. Und zwar zu Rachels Solandros Zimmer. Rachels Zimmer. Spieluhr, Kleid, Brille, Flasche, 5 Münzen und Becher. So, 5 Münzen und Becher. Hier ist Münze Nummer 1. Münze Nummer 2. Und Brille haben wir hier. Flasche, müsste glaube ich das hier sein, ne? Ja. Das Kleid und Spieluhr. Wo ist die Spieluhr? Spieluhr. Becher. Becher und Spieluhr. Das war der Becher. Und wo ist die Spieluhr? Kann ja eigentlich nur das da sein. Ist es aber nicht. Das ist es auch nicht. Hier ist noch eine weitere Münze. Jetzt brauchen wir noch 2 davon. Da ist noch eine Münze. Und das müsste dann ja hier die letzte Münze sein. So, jetzt müssen wir hier Zahlen suchen. Zack. Die 9, da habe ich auch schon eine gesehen. Auf dem Boden. Und damit haben wir es zusammen. Und damit sind wir hier schon durch, oder was? Was passiert jetzt? Aha, da ist ein Brief. Was passiert? Nein! Jetzt müssen wir hier auch noch rechnen. Oh mein Gott. Oder die Zahlen so, dass das angegebene Resultat erscheint. Jawohl, okay. 3. So, warte. 3 plus 1 ergibt 4. So, 9. Minus 6 ergibt 3. 4, 4, 4. 15 minus 6 müsste 4... Oh, 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 da habe ich mich verrechnet. Wie peinlich.
bla 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 bla. So. Und. Nee. Haha. Ja. So, ja, natürlich, 10 und 6 sind 4. Jetzt haben wir hier noch 41 an 80. Das Minus ist hier Plus. 32 plus. So. Was? Oh, verkehrt. So war das. So, dann kann denn das ja nur noch das hier sein. Und wir haben es geschafft. Notiz von Rachel Solando. Das Gesetz der Vier. Ich bin 47. Sie waren 80. Plus ihr seid 3. Wir sind 4. Aber wer ist 67? Was? Das ist natürlich schön. Okay. Wer ist 67? Ist das nur zufälliges Gekritzel? Rachel ist schlau, brillant. Um die Struktur ihres Wahnsinns zu erhalten, muss sie sich ständig neu definieren. Diese Notiz könnte wichtig sein. Beschäftigen wir uns später damit. Okay. Sie spazieren hier einfach so raus, wie durch Wände. Etwas stinkt hier. Fragen wir diesen Krankenpfleger, ob er etwas weiß. Hey, ich weiß vielleicht etwas, aber ich kann nicht reden, bis diese Arbeit hier nicht erledigt ist. Okay, wir müssen jetzt also hier wieder eine Arbeit erlegen. Aber liebe Freunde, ich werde an dieser Stelle jetzt die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Let's Test Shooter Island. Wie gesagt, ihr könnt es euch auf Big Fish kaufen für 2,99 €. Heute nur noch, wohlgemerkt. Liebe Freunde, müsst ihr zuhören. Heute am 1. März 2013 ist die Aufnahme. Solltet ihr euch das angucken und ihr habt nicht mal den 1. März, könnt ihr euch das Spiel für 9,99 € erwerben. Auch bei Big Fish. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer LP Storm. Ciao.